Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Nach längerer Zeit kommt mal wieder eins. Es geht um die Dynastie Neptunus Neptunus. Ich habe ja vor 3 Monaten ein Unboxing hochgeladen, wo ich ziemlich viele Hate-Kommentare drauf bekommen habe. Ja, teilweise natürlich von Anonymen, ne? Ziemlich mutige, waren teilweise nur Beleidigungen, aber auch genauso wie von ziemlich bekannten Leuten, von denen ich das hätte gar nicht erwartet. Naja, gut, habe ich nicht ermutigen lassen, habe natürlich auch positive Kommentare erhalten und habe das durchgezogen mit den Dynastis, Neptunus, Neptunus, mein eigen hergestelltes Deck soll genommen. Und was ich jetzt vorweisen kann, wie ich auch schon im Forum berichtet habe, sind circa 30 Larven. Wie viele waren das? 13 vereinzelte bisher. Da hatte ich Eier reingetan, die ich entnommen hatte. Da habe ich auch schon Larven ganz viel gesehen an den Seitenbehältern ab und zu immer. Einen in so einem Becher, da habe ich auch, da habe ich vorhin ausgeschüttet da rein. Sind schon 2 L2 und ein L1. Und die vereinzelten waren vorhin noch wieder am Rand, aber die sind wieder abgetaucht. Hier kann man noch eine Larve erkennen. So, während ich jetzt noch ein paar Sachen erzähle, könnt ihr euch mein Lucanus Elaphus Männchen anschauen, das ich präpariert habe, mit gewaltigen Hauern. Zucht hat leider nicht funktioniert. Das Männchen ist viel früher als die Weibchen aktiv geworden und als die Weibchen aktiv wurden, ist das Männchen verstorben. Bei Lucanus immer so eine Sache, leider sehr unglücklich. Na gut, aber über Lucanus geht's diesmal nicht. Wie gesagt, oder wie ihr gesehen habt, hat es mit den Neptunus geklappt. Ich habe genug Larven für die Weiterzucht. Und ich bin am 5.11., an dem Samstag, in Frankfurt auf der Börse. Und schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wer von euch auch kommt. Würde mich super freuen, ein paar von euch zu sehen. Dort werde ich mir ein Dynastis Hercules Lichii-Paar holen von Paul Käfer. Und das mal mit dieser Art versuchen und noch, wenn es sich bietet, ein paar Larven einer kleineren Dynastis-Art, wie Dynastis Titius. Und ja, Dynastis, eine echt spannende Art, werde ich jetzt, wie gesagt, habe ich euch jetzt gerade erzählt, welche Arten noch zukommen in nächster Zeit. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, euch das Video angeschaut habt. Am Anfang ist ja noch ein Bild eingeblendet, wie es direkt nach meiner Suche aussah. Hätte ich gewusst, dass ich da noch Eier finde, hätte ich natürlich lieber mal einen Monat später nachgeschaut, aber anscheinend war es ja jetzt auch nicht so tragisch. Die Eier, die ich dann in die Box gesetzt habe, sind, so wie es aussieht, ich habe sie noch nicht ausgekippt, die Box, aber ich habe viele Larven am Rand gesehen, wie ich auch schon erwähnt hatte. Anscheinend sind die Eier geschlüpft. Und ja, dann bis zum nächsten Video.